Zu einer vorderen Kreuzbandruptur kommt es klassischerweise bei Stop-and-Go-Sportarten wie Fußball, Rugby, Volleyball. Wenn sich der Sportler zum Beispiel im Zweikampf das Knie verdreht und durch diese Verdrehbewegung können die Bänder insbesondere das vordere Kreuzband reißen. Die klassischen Symptome bei einer vorderen Kreuzbandruptur ist der scharfe einschießende Schmerz direkt nach der Verletzung und dann im weiteren Verlauf eben ein Instabilitätsgefühl. Das Knie knickt immer wieder weg, insbesondere beim Treppabgehen unten um die Kurve. Sogenanntes Giving Way, man hat das Gefühl, das Knie geht quasi weiterhin geradeaus. Und das sind die klassischen Symptome der vorderen Kreuzbandruptur. 50% aller vorderen Kreuzbandruptur haben Meniskusverletzungen dabei und Meniskus ist was, was dann eben sehr starke Schmerzen machen kann zusätzlich. Auch für einen Profisportler gilt bei einer vorderen Kreuzbandruptur zunächst erstmal kühlen, hochlegen, schonen. Der kann in der Regel nicht mehr weiterspielen, sondern muss sich in ärztliche Behandlung geben. In der Regel kann man die Diagnose dann durch eine Untersuchung relativ sicherstellen. Und für die meisten, insbesondere Profisportler, ist eine operative Versorgung notwendig, um das Knie wieder zu stabilisieren. Der Spieler muss damit rechnen, dass er nach einer vorderen Kreuzbandoperation mindestens 6 Monate ausfällt. Das ist die Zeit, die das Kreuzband oder das Transplantat, was wir ins Knie einziehen, braucht, um fest zu verheilen und im Knie einzuwachsen. Theoretisch könnte er wahrscheinlich schon viel früher beginnen von Seiten seiner Schmerzen, aber es besteht dann die Möglichkeit oder die Gefahr, dass er sich dieses Transplantat lockert. Und deshalb ist hier eine bestimmte Pause notwendig.